Wir müssen dich von der Nummer abziehen. Bist du bereit für den Kampf? Selbstverständlich. Das war eine rhetorische Frage. Hallo? Bist du noch da? Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich heiße Albert und bin Pilot bei der RAF. Ich wurde von Horizon Multinational angeheuert und habe ihre Drohnen-KI getestet. Das Wächterprotokoll. Das Wächterprotokoll? Dann gehörst du zu den Leuten, denen Geld wichtiger ist als ihre Integrität. Und? Hat sich's gelohnt, autonome Killer-Drohnen herzustellen? Ich wollte bloß wieder fliegen. Sie haben mich gezwungen. Aber das Wächterprotokoll ist fehlgeschlagen. Es ist wieder offline. Die hohen Tiere waren ganz schön angepisst. Und die Verantwortlichen für den Fehlschlag wurden inhaftiert. Ich auch. Aber es gibt noch mehr. Viel mehr. Beschaff den Freigabecode von der Barkasse. Ich verrate alles. Das könnte das Ende von Horizon und Albion sein. Dann mal los. Das ist das Terminal. Du kannst den Haftbefehl löschen. An einem nahen Terminal kannst du den Haftbefehl für unseren Kandidaten löschen. DedSec? Noch nie. Im Endeffekt ist Hacken und ich. Ist mir egal, was die anderen sagen. Schönen Tag auch. Ich weiß. Albion. Na los, komm schon! Gut, unser Kandidat ist jetzt keiner der meistgesuchten Verbrecher Londons mehr. Unser potenzieller Rekrut kontaktiert uns. Ich stelle ihn durch. Wenn du jemals irgendwas brauchst, und ich meine irgendwas, sag einfach Bescheid. Der größte Dank wäre, wenn du dich uns anschließen würdest. Dachte schon, du fragst nie. Hallo, was ist denn das?
Hause und hat den Checkpoint durchquert. Alle einhalten. In ihrer Nähe wurde einer oder mehrere Verdächtige gemeldet. Verstanden. Halten nach der Zielperson Ausschau. Bereiten Zusammenstoß mit dem Fahrzeug vor. Negativ. Kein Sichtkontakt zur Zielperson. Zurückziehen. Zielperson ist verschwunden. Position dieser Nachrichtengeier nach zu urteilen, nehme ich an, dass Mrs. Ahmed sich drinnen versteckt. Ich empfehle, dass du dich ihr nur mit äußerster Vorsicht näherst. Und ja, ich weiß, was ich da gerade gesagt habe. Scheiß Dadsack. Meine Karriere ist vorbei. Hallo. Schluss jetzt. Kein Kommentar. Ich bin von Dadsack. Du dreistes Stück Scheiße. Willst dich an meinem Unglück weiden? Tja, ich habe Neuigkeiten für dich. Dein Erpressungsplan ist vorbei. Ich habe nichts mehr zu verbergen. Dafür habt ihr schon gesorgt. So einen Scheiß machen wir nicht. Nicht unser Ding. Okay, wer seid ihr dann? Die echte Dadsack.
Und dass dir das jemand angetan hat, der sich für uns ausgibt, macht uns nur noch wütender auf ihn. Zu spät. Das bringt meine Nacktbilder auch nicht zurück. Und jetzt verpiss dich. Das hätte besser laufen können. Zum Beispiel, wenn wir irgendwas erreicht hätten. Bagley, finde raus, wo Ahmed wohnt. Wer auch immer ihr persönliches Netzwerk gehackt hat, hat einen digitalen Fingerabdruck hinterlassen, dem wir nachgehen können. Gute Idee. Hacken wir ihren Heimserver, um zu beweisen, dass es nicht unser Stil ist, Heimserver zu hacken. Koordinaten sind unterwegs. Wohnt Vanessa Ahmed. Machen wir es den Nachrichten nach und stellen denjenigen bloß, der in ihrem Privatleben geschnüffelt hat. Okay. Du könntest damit anfangen, diese reizenden Leute zu befragen, die vor ihrem Haus rumlungern. Vielleicht wissen die, wer der Hacker ist. Hab ihn. Hast du etwas gefunden, mein Paparazzo-Freund? Von hier kriegt man nichts. Da wünsche ich mir doch glatt, ich hätte auch eine Drohne. Was soll das heißen? Ich habe eine merkwürdige Drohne in der Nähe von Ahmeds Wohnung gesehen, als ich ankam. Die ist jedoch irgendwo hier abgestürzt. Schätze, wir sind dann noch nicht vollkommen überflüssig, was? Würde ich nicht drauf zählen. Tschüss. Schien nett zu sein. Dieses höchst ethisch denkende Individuum scheint die Wahrheit zu sagen. Ich erfasse zeitweise Funksignale von der Spitze der nahen Statue. Entspricht dem Profil einer abgestürzten Drohne. Was hast du herausgefunden, Bagley? Eine Beleidigung hilft doch immer, oder? Dieser sogenannte DedSec-Hacker hat so viel Ahnung von Technik wie ein toter Waschbär mit Philosophie-Diplom. Hat ewig gebraucht, um das Sexvideo aus Miss Ahmeds Wohnung herunterzuladen. Er hat nicht mal den Ursprung der Drohne gelöscht. Soll ich ihn dir markieren? Guter Plan. Die Drohne kam aus Chinatown. Geh zu diesen Koordinaten, da findest du vermutlich unseren Waschbär-Hacker. Das sollten wir uns ansehen.
an der Leiche des Kleinbritanniens. Alice. Hallo, Andy. Heute werden wir mit euch über Albion sprechen. Dein und meine Freunde. Anscheinend hat sich unser Hacker mit den Kellys eingelassen. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitet er für Mary Kelly oder er wurde bei etwas erwischt. So oder so, wir müssen wissen, warum er Mrs. Ahmed gehackt hat. Okay. Etwas Deko der Marke Datzak. Sieht nicht gut aus. Das sollte einigen Londonern zu denken geben. Der, hol ihn raus. Was ist los? Clan Kelly hat mich erwischt, wie ich ihnen Krypto geklaut habe. Du weißt schon, eine Datzak-Angelegenheit. Ach, du gehörst zu Datzak, ja? Verstehe. Ja, bring mich einfach heraus und ich erkläre es. Was
Gehörst du wirklich zu DedSec? Ich sollte zwar nicht drüber reden, aber da du mir aus der Klemme geholfen hast, ja, das stimmt. Aber erzähl das nicht überall rum. Okay. Besuch uns im Hackerspace. Wenn du Lust hast, kannst du vielleicht mitmachen. Keine Sorge, ich bürge für dich. Ich bin nicht sicher, ob der Hacker gelogen hat oder wirklich glaubt, zu DedSec zu gehören. Das war ja total niedlich. So einen Idioten kann ich nicht hassen. Aber du willst wohl auch nicht, dass er DedSec repräsentiert. Wir sollten uns diesen Hackerspace ansehen. Schick die Koordinaten an meine Optik. Nicht bewegen beim Scan. Ist alles in Ordnung? Alles okay. Und weitergehen. Okay. Zisch ab, verdammtes Alien-Schwurz! Du hältst dich wohl für clever, was? Das könnt ihr nicht tun! So ein schreckliches Geräusch! Bin ich kein Pessimist? Wenn wir die Sektor nicht bräuchten, wären sie auch nicht... Die Suche der Nutzerverläufe hat mehrere geleakte Skandale durch diese törichten Kinder ergeben. Vanessa Ahmed ist nur der Erste, der auch von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Scheiße. Es wurden Daten über heimliche Affären, Nacktfotos und Adoptionspapiere geleakt. Die heilige Dreifaltigkeit von Brüchen der Privatsphäre, die ich nie verstehen werde. Und das alles, während sie behaupten, sie wären DedSec. Das sind echt komplette Flachwichser. Zu dienen. Gehorchen Sie ihnen. Glaubst du echt, die Politiker wollen was ändern? Läuft doch alles super für sie. Jede Menge Macht. Niemand zieht sie zur Rechenschaft. Nein, wählen bringt nichts. Kein Schwein wählt den Schlachthof. Hey, brauchst du was? Das sieht alles sehr vertraut aus, wenn auch veraltet. Kommen diese DedSec-Imitate sicher aus San Francisco? Wie niedlich. Es wurde aber immer noch ein Sextape geklaut und eine Frau erpresst. Wir müssen rausfinden, was das alles soll. Hey, ein weiterer Follower. Wir sind krass. DedSec Roots. Thank you.
Ich habe seine Daten. Sein Versuch, sie zu schützen, war geradezu schnuckelig. Einen Moment, ich analysiere alles. Ich weiß gar nicht, warum ich je besorgt war. Ich werde langsam ganz gut darin, DedSec zu sein. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Wenn ja, dann danke. Mach dir keinen Kopf um Baxi, Bro. An die Kommentare gewöhnt man sich. Gut gemacht, Mann. Sieht aus, als hätten sich unsere Fake-Sec-Welpen mit schlimmen Leuten eingelassen. Sie sind ganz dicke mit einem Verschwörungsblock namens Big Truth. Ich schicke dir die Koordinaten. Hey, wir müssen hier hin.